ob in den Städten oder auf dem Land. Moderne Gebäude sind alle gleich. Gerade Formen, Linien und Winkel. Es sind Würfel. Ursprüngliche und traditionelle Behausungen hingegen sind gebogen und rund. Warum sind sie fast vollständig verschwunden? Warum wohnen wir nicht in Kugelhäusern? Das ist Marcier, ein Dorf in den Savoyen. Es gibt Kühe, wilde Tiere, eine Kirche aus dem 19. Jahrhundert und ein Kugelhaus, errichtet auf den Ruinen eines ehemaligen Pfarrhauses. Claude Costi verbringt hier seit über 50 Jahren ihre Sommer. Ein Haus mit rechten Winkeln wäre nichts für sie. Ich fühle mich im Kugelhaus beschützt, wie in einem Kokon. Claude Costi liebt dieses Haus, denn sie ist Architektin und hat es selbst gebaut. Sie und ihr Ex-Mann, der Schweizer Pascal Häusermann, waren in den 60er Jahren die Pioniere der Kugelhäuser. Wie kamt ihr darauf, Claude? Es war einfach billiger als ein traditionelles Haus mit einem Giebel oder Flachdach. Wieso das denn? Weil man nur ein Material brauchte und nicht unterschiedliche, wie Holz und Ziegel. Die Entwicklungen der Nachkriegszeit inspirierten die ArchitektInnen zu den Kugelhäusern. Der Wiederaufbau und der Babyboom ließen die Nachfrage nach Wohnungen steigen. Die Antwort darauf waren standardisierte, geradlinige Mehrfamilienhäuser. Im Gegensatz dazu ist das Kugelhaus einzigartig. Ja, es sind Skulpturenhäuser, die den individuellen, unterschiedlichen Bedürfnissen entsprechen. Das Auge kann alle Formen erkennen. Der Blick wird nicht durch eine gerade Mauer gestoppt. Man sieht alle Kurven und Bögen. Und vor allem ist der Blick nach draußen frei. Das Kugelhaus spiegelt auch eine Gesellschaft wider, die von der Eroberung des Weltraums und Science-Fiction geprägt ist. Seit den 50ern lassen ArchitektInnen ihren futuristischen Ideen freien Lauf. Angefangen bei der geodätischen Kuppel von Richard Buckminster Fuller, über dieses Hotel in New York bis zum Atomium in Brüssel. Das Interessante an den Kugelhäusern und dem Antrieb ihrer Erbauer ist, dass sie einerseits von der primitiven Architektur inspiriert sind, von Höhlen zum Beispiel, und der traditionellen runden Architektur, wie Iglus oder provenzalischen Boris. Auf der anderen Seite interessieren sich dieselben Leute aber auch für Science-Fiction und sind von ihrer Zeit geprägt, in der man zum Beispiel über fliegende Untertassen nachdachte. Ursprünglich als Spielerei betrachtet, werden die Kugelhäuser zu Ikonen der Architektur der 60er und 70er. Wie das spektakuläre Palais Bulle, eine über dem Mittelmeer schwebende Kugelgruppe von Antti Lovak. Er erklärt, warum rund besser als eckig ist, anhand einer Streichholzschachtel. Klassik, orthogonal. Pour moi, c'est une agressivité, parce que la lumière occupe les arrêts, crée des angles. Et pour moi, c'est une agressivité. Etwa 40 Kugelhäuser wurden in Frankreich von bekannten Architekten gebaut, weitere Dutzende von Privatleuten. Sie verbreiten sich in ganz Europa und beeinflussen weltweit die Popkultur. In Frankreich gibt es das Haus der Barber Papa. Maman, tu ne trouves pas qu'elle est belle? Là au moins on est chez nous et les enfants sont bien contents. Aber auch im Kino macht sich der Einfluss bemerkbar. Das Haus von Meister Yoda in Star Wars war ein Kugelhaus. Doch leider platzt die Blase. Mit der ersten Ölkrise von 1973 werden die Gebäude durch ihren hohen Energieverbrauch plötzlich von der Avantgarde zum Auslaufmodell. Die Verschärfung der Normen läutet dann das Ende ihrer Ära ein. Ab den 70ern war es äußerst kompliziert, wenn nicht sogar unmöglich, eine Baugenehmigung zu bekommen. Man hat nicht wirklich verstanden, was hinter den Kugelhäusern und ihrem freiheitlichen Geist steckt.
Und doch stehen 50 Jahre später die meisten dieser Gebäude unter Denkmalschutz. Wie das Haus von Claude Costy in Manziers.